Ja, denn nun tätowieren. Muss ich so weit in die Haut rein? Eigentlich nicht. Ah ne, das Video kommt ja vor dem anderen Video. Spoiler. Oh shit, wo ist denn er hin? Die siehst du eben nicht super häufig. Geil umgebaut. Die ersten Tage der Messe sind durch. Wir sind noch am Leben. Es gibt ein Lebenszeichen. Als Beweis, dass wir noch am Leben sind. Und zwar heute, für diesen Montagsvlog. Freunde, ab jetzt. In diesem Moment, wo ihr das Video schaut, habt auch ihr da draußen an euren Fernsehern und Laptops die Möglichkeit, die Kollektion der Essen Modo Show käuflich zu erwerben. Und zwar auf devoted.inc. Ich freue mich. Ey, ist übrigens vor Weihnachten da. Ihr müsst aber rechtzeitig bestellen. Ich blende das ein, bis wann ihr bestellen müsst. Dann bis dahin, dann ist es an Weihnachten da. Es gibt die Anti-Daily-Daily-Kollektion. Es gibt die ersten kuschelig warmen Tennissocken, ne? Und ein paar Accessoires. Cappy, Schlüsselanhänger, Sticker. Ihr habt das ja gesehen. Ich freue mich, wenn der ein oder andere noch was ergattern kann. Noch weiß ich nicht, ob jede Größe vorhanden ist. Ne? Wir haben ja noch ein Wochenende vor uns, jetzt gerade, wo wir filmen. Aber alles, was noch übrig ist, geht online. Also seid schnell. Vielleicht schafft ihr noch etwas in eurer Größe zu ergattern. Wir sind jetzt auch ganz schnell. Und zwar, wir gucken uns ein bisschen um, was hier so steht und was wir euch so zeigen wollen. Ich habe nämlich schon eine Idee, was wir den Neuen zeigen. Das steht da drüben. Und das Ding ist rot. Und das ist ultra geil. Eine Sache, hast du dir Kevin schon genau angeguckt? Kevin? Kevin. Cap. Entschuldigung. Kevin von Knight Ride. Nein. Den zeigen wir dir jetzt. Und okay, den Leuten hier an der Kamera. Das ist so ein Minivan aus Japan. Das hat sich gereimt, Alter. Und der hat einen speziellen Motor drin. Guckt ihn euch an, Freunde. Ja, die Leute lieben das übrigens, wenn ich in Videos tschüss sage. Ich kriege immer Hate-Kommentare. Aber es ist ja einfach, also was soll ich sagen, außer tschüss. Ja, das ist ein Truck, der mit einem Motorrad angetrieben wird. Also, du musst mal überlegen. Ich habe das ja auf YouTube ein bisschen verfolgt. Die haben einen Kettenantrieb vom Motor des Motorrads runter zu einer Kartachse. Ich bin gerade hängen geblieben, Alter. Das heißt, das Ding ist einfach eine Kartachse, keine Federung hinten. Siehst du, das ist einfach nur gelagert. Vorne Luftfahrwerk. Und natürlich komplett Bodydrop. Also, sie haben alles ausgeschnitten, die Achsen hochgesetzt, dass das Ding halt komplett am Boden liegt. Ich feier das Projekt abnormal, alles irgendwo in ihrer Garage in Polen zusammengeschustert und dafür echt geil geworden. Also richtig, richtig sexy. Knight Ride, die meisten werden es kennen, falls nicht. Das ist Content, den könnt ihr euch mit gutem Gewissen anschauen. Der bereichert euer Leben. Sag ich euch, wie es ist. So Content, der macht Spaß. Das ist geil. Die Fly einfach von oben. Ja, okay, das ist geil, Digga. Ja, fühle ich, Alter. Ja, ist echt ein geiler Wagen. Also eins meiner Highlights, den mal live zu sehen, weil wie ihr zu mir in den Stand kommt und sagt, boah, ist so krass, den Audi mal live zu sehen. Genauso geht es mir, wenn ich solche Autos sehe, weil das sind so Projekte, die verfolge ich halt auf YouTube. Und dann freut mich das immer mega, sowas auch mal live zu sehen. Dann weiß ich so ein bisschen, wie es euch geht, wenn ihr zum Beispiel den Audi seht. Weil es ist schon crazy eigentlich. Chris sagt immer, wir sollen uns endlich mal einen Bus für die Firma kaufen. Endlich mal was Vernünftiges. Vernünftiges. Bruder, ich wäre jetzt doch irgendwie langsam bereit, diesen Schritt zu gehen. Holy shit. Nur wenn wir genauso einen Aerotank machen. Nee, jetzt ohne Scheiß, wir brauchen irgendwann echt mal einen Bus. Und dann aber auch was so. Großes. Der ist groß. Ja, ist schon lang. Die Farbe ist sexy, Alter. Shit. Ja. Ich glaube, sowas kannst du sogar legal fahren. Also das sind Schmidt-Felgen, die haben Gutachten wahrscheinlich. Heller Flasche ist nicht unbedingt. Ist er, ja. Achso, doch, ist er. Holy shit, der hat seinen fucking Bus gefittet, Mann. Oh mein Gott. Ich habe das nur vorne gesehen. Vorne sieht es brav aus. Also okay, aber das? Oh, ja, eine RS-Bremse, ne? Fühle ich gigantisch. Und Digga, der 300 ZX da hinten ist auch ein sehr underratedes Auto, finde ich. Also original finde ich die auch gar nicht geil. Aber Digga, dann schaust du dir sowas an und die siehst du eben nicht super häufig geil umgebaut. Und deswegen steht er hier natürlich auch berechtigt. Ja, guck mal, Alter, die Front. Bruder, yes. Jimmy Oaks hatte so einen. So bin ich auf seinen Channel gekommen. Jimmy Oaks, ein amerikanischer YouTuber, hat einen roten geslammt, gestanced, Alter. Und ich dachte erst mir so, hä? Noch nie gesehen. Weißt du, so vor 10 Jahren oder so, als ich ihn auf YouTube entdeckt habe. Und seitdem feiere ich diese Autos extrem. Und ich sehe selten in Deutschland vor allem 300 Z so geil umgebaut. Fühle ich. Oh. Alter, ich kenne den Karren. Also von Instagram. Ja. Digga. Holy shit. Am Rad läuft für sich genau die tiefste runter. Ja, die hat aber runtergezogen. Ja, komplett verbreitert und runtergezogen. Aber die Farbe macht's halt auch, ne? Das wäre genau meine Farbe, ja. Alter. Wäre der Cappuccino nicht weggegangen, ne? Irgendwie, das ist nicht original, aber ich blick nicht, was er gemacht hat.
Hat er den vorderen runtergesetzt oder den hinteren hoch? Blend das mal jetzt ein und dann sollen die Leute mal schreiben. Ist der hintere Radlauf hochgesetzt oder sind die vorderen Radläufe runtergesetzt? Immer so krank. Er ist super krass. Vor allem, guck mal, so die Stoßstange hinten, ne? Mit verbreitet. Alles. Da wissen wir, dass das der Arbeit Schweller ist. Der unten. Voll geil. Alles mitgemacht. Auf jeden Fall Props gehen raus. Geile Kiste und vor allem mal ein Touring. Ein Touring, der wirklich mal richtig Arbeit bekommen hat. Es fehlen nur noch die Kompakts. Gibt schon einen, habe ich gehört. Alex! Bruder, aber der Innen, also das, da gibt's das zu kaufen, das ist ja richtig geil, siehst du? Da wo wir unsere Dinge nicht reinbekommen haben. Ah ne, das Video kommt ja vor dem anderen Video. Spoiler. Auf jeden Fall, ganz viel Bock kommt bei mir auf, wenn ich das sehe. Ist ein NA natürlich nochmal geiler, hat bestimmt auch keine rostigen Längsträger mehr, aber wir sind dran. Update coming soon, meine Freunde. Alex hat Bock, wir haben Bock, ihr habt vor allem Bock. Und das motiviert uns natürlich nochmal ein bisschen mehr. Grüß Gott. Hallo. Das war aber arbeitsschutztechnisch ganz schwierig. Doch. Wie geht's dir? Alles gut? Self? Ja, wir haben da gerade so einen schönen MX-5 NA gesehen. Mm. Wir hatten noch so einen rostigen MX-5 NW. Mm. Und schau mal, wie süß Alex guckt. Mm. Aber nur wegen Alex. Nur, natürlich. Warum auch sonst? Ja, ey, wir kommen auf jeden Fall mal rum die nächsten Wochen, Monate. Ja, safe. Jetzt erstmal Weihnachten, aber wir gucken mal, wie läuft's sonst? Echt gut. Da hast du wieder aufgefahren hier, ne? Ja, passt ganz gut. Ich hätte auch mal gern einfach, dass Leute ihre Autos bei mir hinstellen. Ich trailer den ganzen Scheiß immer her. Du kommst hier so, ja, bam, 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 die geilsten Kisten der Szene, alle auf einen Stand. Ja. Geregelt. Der Mann weiß, was er macht. Gibt's noch Messerabatt aktuell bei dir? Jo. Wie lang noch? Bis 15.12. Ja, wenn 250 Euro sparen. 250 Euro? Auf Bügel in Wunschfarbe. Ich glaube, ich werde nachher nochmal hier mein Handy rausholen. Gern mal hier vorbeiluren. Ja, auf jeden Fall. Ist unten verlinkt. Ne, ihr wisst ja Bescheid. Alle Jahre wieder. Wir gucken weiter. Wir sehen uns bald wieder hier, wenn es um den 5 geht. Der ist für dich, Alex. Am Subaru bräuchten wir auch mal. Vielleicht sehen wir es noch ein paar Mal. Wir kommen mal hin. Mach's gut, ne? Tschüssi. Viel Spaß noch. Bis dann. Wenn wir gerade schon mal da sind, ich bin gerade nur schon ein Monster. Ja, easy. Hier sind so echt geile Felgen. Ich glaube, die kommen straight out of China. Und ich wundere mich. Da steht ABE, Digga. Was? Ich wollte gerade sagen, ich wundere mich, ob die TÜV haben. Aber guck mal hier. ABE. ABE. Das ist mit Edding hingemalt. Ja, mit Edding hingemalt, aber heißt ja vielleicht nichts. Haben diese Felgen TÜV? Ja. ABE oder Einzelabnahme? TÜV. TÜV. ABE. Spannend. Ja. Oder ich sehe hier und so. Wenn die jetzt noch so günstig sind, wie sie aussehen, was wäre der Preis für ein Set von diesen Felgen? Und haben die TÜV? Die haben TÜV. Und was kostet ein Set? Ich glaube, es ist noch nicht ganz festgelegt. Ja? Ich glaube, es ist 600, 700 Euro. 700 für vier Felgen? Nicht sehr, für okay. Alle, für eine. Für eine. Vielen Dank. Ja, bist du dankbar. Danke. So diese 700 für vier hätten mir besser geschmeckt, um ehrlich zu sein. Das fand er nicht so lustig, glaube ich. Ach, guck mal, ein altes, bekanntes Logo. Die Freunde von RP Tools. Ui, das ist ja wild. Hier, unsere Best Friends, RP Tools, Boys and Girls, das erste Mal mit Messestand, haben sich nicht lumpen lassen. Guckt es euch an. Hey, ist klar. Also jetzt mal, kann es sein, dass wir den gleichen Messebauer haben? Ja. Das ist einfach 1:1 unser Stand, nur mit geilem Werkzeug. Ich habe einfach gesagt, das von Marvin, das schaut cool aus, bitte einmal bei uns. Wir nehmen einfach Marvin seinen Stand und stellen ihn in Halle 8. Schieben ihn gar nicht. Nee, aber ist geil. Ja, es gibt Messeangebote, habe ich gehört. Wir machen hier gerade die Deals, weißt du? Ja, cool. Wir haben auch schon Messeangebote von Bavarian Car Tuning. Ja. Gibt's bei RP Tools ja auch aktuell, oder? Ja, generell auf der Messe haben wir auf alle großen Sachen, so wie Hebebühnen und das Ganze, haben wir kostenlosen Versand. Bloß das Montagematerial ist. Aber nur wenn man hier an der Messe kauft? An der Messe bestellt. Ah, schade. Grundsätzlich bis zum 31. gibt es nochmal minus 10% mit dem Code EMS23. Und wenn man meinen Code auch noch eingibt? Das ist in Verbindung, geht das leider nicht. Dann gibt einfach LB Army 10. Ja, ja, ja. LB Army 10. Ganz okay für ein Daily. So, und jetzt schnell weg, Freunde. Viel Spaß noch, RP Tools. Ich war's nicht. Ey, was macht ihr hier alle? Ich weiß gar nicht, was wir. Geil, Alter. Ja, danke dir. Ja. LB Army 10, ihr wisst Bescheid. Auf danke für den Besuch. Ja, Digga. Immer. Auch wenn jetzt schon echt viele Leute hier reingetrudelt kommen, ein Auto müssen wir euch noch zeigen. Hab auch ich oder wir generell das erste Mal jetzt live gesehen. Viel im Internet verfolgt, in diesem neumodischen Internet. Schaut es euch an, Alter. Der unglaubliche Wagen.
von unseren Freunden von Holy Hall. Fette Props gehen raus. Es wird langsam recht voll. Das heißt für uns zurück an Stand. Chris und ich, wir müssen noch ein wenig was schaffen hier. Mal ein bisschen schaffen hier. Nee, also ganz ehrlich, es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Ist mega geil. Wir danken jetzt noch ein paar Leuten. Hallo. Noch ein bisschen Hände schütteln. Und dann sehen wir uns heute Abend wieder. Wir wollen auch ein bisschen Spaß haben, denn der darf auf keinen Fall zu kurz kommen. Marvin, was passiert hier gerade? Ich werde nun tätowieren. Und es wird gut. Bist du sicher? Ich bin mir sehr sicher, ja. Ich kann auch bitte um Ruhe bitten, wenn ich am Tätowieren bin. Ich muss mich hier konzentrieren. Ich brauche Licht, sonst geht's noch schief. Das wird ein Meisterwerk. Wie kommen Sie auf dieses Motiv Smiley? Haben Sie da irgendeine emotionale Bindung zu? Oder lachen Sie einfach gern? Ja. Das ist doch jetzt ein Smiley. Perfekt. Der ist heavy. Der macht so. Der ist heavy. Ich dachte, das erste Mal tätowiere ich, wenn dann, dass ich besoffen wäre oder so. Du hast noch gar nicht. Ich habe noch nie tätowiert, ne. Ist die Narbe schon draußen? Oh, die ist aber voll weit draußen, ne? Muss ich so weit in die Haut rein? Eigentlich nicht. Das sind Sachen, die du von tätowieren willst. Muss ich so weit in die Haut rein? Ich muss ja nur in die so und so vielte Hautschicht. Zweite. Zweite. Merkst, zweite du, so, merkst du sofort, kann nicht schief gehen. Ich mach so, klick, klick, gerade ist die zweite. So. Ist da schon Farbe drin? Nee. Nimmst du noch so ein bisschen Vaseline? Spiel da so ein bisschen drauf. Schmierst es da drauf, genau, weil sonst setzt sich die Farbe fest. Ja. Tunkst da rein. Am besten nicht so, dass du einmal durch den Tisch tätowierst. War nicht mal drin. Nein, schon. Tut weh? Nein. Jetzt hat's geklappt, glaube ich. Sehr gezuckt. Jetzt musst du noch einmal die Zähne zusammenbeißen. Ich mach den jetzt beim ersten Mal, ja? Sieht drin aus. Ja. Jetzt David hat Tricky, weil den muss ich in eine machen. Sonst sieht's scheiße aus. Daneben, aber ist immer noch ein Smiley, also. Jetzt wird's Murks hier, Alter. Nee, das ist noch nicht ganz drin. Du bist ja nicht drin hier. Ja, ich farbe noch da. Sollen wir noch mal sauber machen, mal gucken. Der ist nicht fertig, was? Sieht so aus, als hätte man spontan auf einer Party bekommen. Da ist das Tattoo gestorben. Hast du das selber gemacht? Alter. Geiler Scheiß. Ja, du, wenn du eins willst, ne, meldest dich einfach. Das ist so. Aber nur kurz gucken. Das sieht wie so ein 10 Meter aus. Auf beiden sieht es cool aus. Man sieht gar nicht, dass ich dreimal mache. Nee, überhaupt nicht. So, Freunde, wir sind spontan ein bisschen golfen gegangen. Topgolf essen. Jetzt wird's dekadent. Bis Oberhausen. Topgolf Oberhausen. Playing all my time. My thoughts make me tired, just running through my mind. Wonder if there's peace that I could find instead of always being on the grind. I need a new purpose. I'm looking for so much more. Don't leave me here searching. You're just what I'm longing for. When times are getting crazy and everything seems hazy. Oh shit, wo ist denn er hin? Nichts! Null! Null! Run away, run away, run away to your escape. Ich hab übrigens gewonnen, also ich wollte es nur sagen, ne? Und jetzt alle!
Das ist hier Arbeitsmoral. Die haben Bock, die Freunde. Okay. Mann, ist das cringe, Alter. Lass das rausschneiden. Was sagst du zu meinem VL6 hier? Ist eine Runde, soll jemand mitfahren? Hat noch keinen TÜV. Im Sommer dann. Nee, komm, lass mal anfangen jetzt. Kuckuck, Freunde. Die ersten Tage. Naja, es sind schon. Wieso lachen Sie? Was ist los? Hi, Freunde! Es ist soweit, es gibt Socken! Er lacht die ganze Zeit! Heißt der nicht so? Philipp Cheesy. Noch ein bisschen näher, bitte, das wäre mir echt ein Anliegen. Komm, geh mal einen Schritt nach vorne. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here.